Hallo, ich bin Doro von www.dorostempelt.com und heute zeige ich euch meine zweite Idee. Oh, das ist manchmal gar nicht so einfach mit diesen Fingern. Mit dem Stempelset Alles, was Freude macht. Das habe ich euch ja schon jetzt einmal gezeigt und ich möchte gerne eine zweite Karte machen. Und zwar habe ich mich da von der Farbgebung her an dem Design mit von dem Designerpapier Blütensinfonie inspirieren lassen. Das heißt, ich werde eine Grundkarte in Sahara Sand nehmen. Das ist wieder wie üblich, ne? 14,85 mal 21 gefalzt bei 10,5. Die erste Mattung ist 9,5 mal 13,85. Die zweite Mattung 9,1 mal 13,45. Okay, also eigentlich so wie die erste Karte auch. So, als Stempelfarben werde ich Waldmoos und Fanggrün nutzen. Und ich werde Feige und Blütenrosa nutzen. Und bei Blütenrosa bin ich echt überrascht, als diese Farbe rauskam, habe ich bei mir gedacht, so, nee, brauche ich nicht, finde ich nie schön. Ne, so Lachs ist nicht meins, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr wisst ja, ich habe da jetzt echt viel mit gemacht. Ne? Das hat sich jetzt irgendwie tatsächlich so ergeben und so eingeschlichen. Ja, das ist jetzt sozusagen die Farbkombi für diese Karte. Und dann lassen wir mal anfangen. So, dieses Mal wird es eine Querkarte, habe ich beschlossen. Und das, was ich glaube, ich eigentlich auch machen wollte. Oder wollte ich das direkt draufstempeln? Ich überlege jetzt gerade, ich hatte eine Idee und weiß echt nicht mehr, ob ich direkt draufstempeln wollte oder ob ich das nicht machen wollte. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich mache es mal gesondert. Das heißt, ich muss mir noch mal ein Stück Flüsterweiß, obwohl das ist Quatsch, das, ich weiß ja gar nicht, wie breit ich das machen muss, wenn ich ehrlich sein soll. Also, nein, ich stempel direkt hier drauf. Ich stempel hier direkt hier drauf. So. Und zwar nehme ich zuerst, wie üblich, unsere Hintergrundstreifen. Die muss ich also zweimal, da muss ich gucken. Ja, zweimal. Ich habe jetzt gerade nur geguckt, wie häufig die sozusagen drauf gehen auf die Karte, um zu sehen, wo die sich sozusagen überlappen. So ein bisschen, gegebenenfalls, je nachdem, wie ich stempel. Weil an der Stelle soll dann halt der Spruch und die Blumen dann später zu finden sein. So. Und das stempel ich mit der hellsten Farbe, die ich habe dieses Mal. Und das ist dieses Mal Blütenrosa. So, und hell, damit meine ich auch tatsächlich hell. Das heißt, ich nehme auf jeden Fall den zweiten Abdruck. Mal gucken, der zweite Abdruck ist nämlich hell genug, ja. Das musste ich jetzt erstmal, finde ich, testen. Ich teste ja immer, das wisst ihr. So, jetzt muss ich gucken, dass ich ungefähr die Mitte treffe. Von der Mattung. Okay, so, da ist schon wieder so komisch. Wir drehen nochmal um und machen das auf der anderen Seite nochmal, weil irgendwie war das da jetzt schon wieder. Ich weiß auch nicht, ob das an meiner Stempelunterlage liegt, weil die, glaube ich, an einer Stelle tatsächlich so eine Delle hat. Die ist mal entstanden bei einer Aktion meines Sohnes. Ja, sieht ein bisschen besser aus, gefällt mir besser. Okay. Nehmen wir also diese Seite. So, jetzt wird es spannend, weil, was mache ich zuerst? Zuerst die und die mache ich in Waldmoos, genau. So, jetzt mache ich die Blätter, die ersten Blätter.
Dadurch, dass ich die zweifarbig machen möchte, fange ich mit der dunklen Farbe an. Das ist in diesem Fall Waldmoos. Ich mag Waldmoos echt gerne. Mal gucken. Ja, den zweiten Abdruck nehmen. So, und jetzt gehe ich hin und stempel erstmal hier. Die Blätter. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das ist, wenn ich die anderen Blätter da drüber mache. Fällt mir gerade so diskret auf. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt nicht genug Acrylstempelblöcke habe, wechsle ich jetzt immer den Stempel. So, das heißt, jetzt gehe ich hin, nehme Farngrün. Bin ich gespannt, wie das wirkt. Und stempel mir das in Farngrün drüber. Und ich lege mir das jetzt gerade mal hier so hin, damit ich das tatsächlich sehen kann. Einigermaßen. So, und wie ihr seht, Farngrün stempel ich jetzt nicht ab, weil das ist ja schon ein helles Farn, also ein helles Grün. Ja, ist gut. Aber ihr seht, man muss halt ungefähr sehen, wo das eine Blatt endet, um das nächste wieder ansetzen zu können. Also wer zwei Acrylblöcke in dieser Größe hat, der hat es jetzt einfacher. Ich muss jetzt immer wieder wechseln. Was ich aber jetzt persönlich nicht schlimm finde, ist nur halt aufwendiger. Jetzt nicht so sauber abgestempelt, aber gut, das kann man hoffentlich noch wieder verdecken. Da fällt mir was ein an der Stelle. Ich möchte jetzt Waldmoos ungerne nochmal sozusagen drüber stempeln. Das wird mir dann zu dunkel. So, jetzt kommt wieder Farngrün. Aber ich finde, das ist eine Stelle, da kann man auch das kann man noch verdecken. Mit den geplanten Blumen. So. Ich gebe zu, die bewegen sich jetzt sozusagen immer in die gleiche Richtung. Das wollte ich aber auch dieses Mal tatsächlich so. Also es sind, ich finde irgendwie so diese Linien, die laden dazu ein, relativ symmetrische von der Idee her Karten zu gestalten. Also ist für mich eigentlich was richtig Schönes, weil ich mag sowas. Also das, was ich jetzt gleich machen werde, ist, ich werde Blumen auf in Blütenrosa und in Feige stempeln und die dann auch ausschneiden. So, okay. Dann haben wir das zumindest schon mal wieder. Sehr symmetrisch. Ah, ich habe Sahara-Sand als gegebenenfalls. Mal gucken, ob ich Sahara-Sand brauche. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist die Frage, ob ich hier diese, ob ich die hier so rauswachsen lasse. Mache ich das in Waldmoos? Das wäre ja nicht schlecht, ne? Könnte man hier so rauswachsen lassen? Hier. Wie sieht das aus? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob das wirklich aussieht. Wenn man die hier nur so einzeln, die müsste man dann schon so ein bisschen versetzt. Dann müsste man hier einmal
so, einmal so. Dann ist aber wieder mehr los auf der Karte, als ich eigentlich wollte. Aber ich mag diese, ich mag die einfach. Oh Gott, bin ich jetzt wieder zu leise für euch? Entschuldigt. Immer wenn ich so grübel, ob ich das so machen soll, werde ich leise. Das gebe ich ja zu. Aber ich mag die. Ich finde das schön. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das noch irgendwie unterbringen kann. Das weiß ich jetzt noch nicht. Kommt also wieder weg. So, das, was ich jetzt erstmal machen werde, ist die Blüten stempeln. Wie gesagt, in Blütenrosa und in Feige. Wofür ist eigentlich das hier? Ja, wahrscheinlich auch für den Hintergrund, ne? Um da so Punkte reinzumachen. Das finde ich aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, ob das auf den Linien wirklich schön aussieht. Ich bin ja nicht so die Übereinanderstemplerin von Farben. Also hier finde ich das schön, weil das passt. Ne? Aber wenn ich jetzt hier in Feige, sieht man da das Blütenrosa durch. Was meint ihr? Außerdem wollte ich keine Punkte. Ich wollte die Blüten. Eins, zwei. Auf jeden Fall drei wollte ich reinsetzen. Bei dem Spruch weiß ich noch nicht genau. Eins, zwei, drei. Genau, zwei in Feige und eine im Blütenrosa. Das war die Idee. Und die kleinen vielleicht in Feige noch drumherum. Mal gucken. Spruch weiß ich noch nicht, welchen ich nehme. Also es bietet sich bei dem Stempelset, wenn wir jetzt bei dem einen Stempelset bleiben, nur dieser eine Spruch an hier, ne, was ich, den ich auch schon bei der letzten benutzt habe. Hier, wünsche dir an deinem Tag alles, was dir Freude macht. Aber irgendwie möchte ich bei der Karte, glaube ich, mal einen anderen Spruch benutzen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich gleich noch ein anderes Stempelset holen. Aber das ist ja nicht schlimm. Da sind wir ja flexibel. Ne? So, wir nehmen uns jetzt Flüsterweiß und ich fange jetzt einfach mal mit Blütenrosa an. Mit der hellen Farbe. Und stempel mir jetzt die erste hier so hin. Gut. Und ich gebe zu, ich wechsle wieder, damit ich sehe, wie ich die aneinander setzen kann. Weil das habe ich halt bei dem Stempel noch nicht im Gefühl. Manchmal hat man das ja im Gefühl bei Stempeln, wenn man die schon häufig benutzt hat, wie weit die sozusagen gehen. Da das jetzt das zweite Mal ist, dass ich dieses Set benutze, weiß ich das noch nicht hundertprozentig. So, also wieder eine helle Blüte, das gebe ich zu. Mache ich erstmal mir den Stempel sauber. Gefällt mir, also diese Blüte gefällt mir echt, aber das habe ich gestern schon gesagt, ne? Wie begeistert ich von dieser Blüte tatsächlich bin. So. Blütenrosa mal wieder zu. Jetzt nehmen wir Feige. Habe ich echt lange nicht mehr benutzt. Wobei ich Feige eigentlich sehr schön finde. Also das ist sowas ähnliches wie Brombeermousse für mich. Eine wunderschöne Farbe, bei der ich tatsächlich so ein bisschen traurig bin, dass ich sie in Anführungsstrichen verlieren werde. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht so nah aneinander gesetzt. Zum Ausschneiden, naja gut, wird schon gehen. Oh, da war, das hatte ich nicht registriert. Moment, ich mache das mal sauber und mache die nochmal neu, weil das finde ich schade. Na, was ist das denn? Seht ihr das da? Das finde ich einfach schade. Das heißt, ich stempel mir die nochmal komplett neu. Das muss ja nicht sein, ne?
gehe hier so ein bisschen rüber. Das müsste vom Abstand genau richtig sein. So, und jetzt ist der Stempel lila. Aber egal, sauber ist er. So. Abstempeln und hier drauf. Das Ausschneiden werde ich wieder, ne, im Zeitraffer machen. Was mir aufgefallen ist, allerdings weiß ich das gar nicht, ob ich das durch den Zeitraffer bei dem anderen Video aus Versehen rausgeschnitten habe. Ich hatte euch ja gefragt, ob ich eine Roomtour-Video machen soll. Also bisher hat noch niemand in die Kommentare was reingeschrieben. So, ich frage jetzt einfach nochmal, ob ihr Interesse habt, dass ich euch, wenn ich denn fertig bin, mein Bastelreich zeige. Also schreibt es mir in die Kommentare. Ich fordere euch nochmal dazu auf. Würde mich echt interessieren. Wenn nicht, ist auch okay. Wahrscheinlich habt ihr so viele Roomtour-Videos schon bei anderen interessanten Demonstratoren gesehen, dass ihr sagt, mein Gott, brauche ich von Duo jetzt nicht. Ist auch in Ordnung. So, das, was ich jetzt wieder machen werde, ist, ne, ausschneiden. Das kennt ihr. Das mache ich jetzt tatsächlich im Zeitraffer. Weil das wäre ja jetzt tatsächlich zu lang. Und ausschneiden, sage ich mal, könnt ihr. Wobei, hier fände ich jetzt eine Handstanze echt toll. Eine Handstanze für diese Blüte. Das wäre es gewesen. So, bis später. So. Die drei Blumen sind ausgeschnitten. Jetzt hätte ich beinahe ausgestanzt gesagt. Mal gucken. So, und die wollte ich eigentlich hier so ein bisschen untereinander. So. So in unterschiedlichen Höhen ist schon in Ordnung. Ne? Jetzt muss ich nur gucken. Jetzt kommt es nämlich. Wie sieht das aus, wenn ich hier anfange drüber zu stempeln. Obwohl, hier habe ich ja so ein Beispiel, da ist in Waldmoos, wenn ich das erste Mal das abstempel, was ich dann machen würde, das ist ja sehr deckend, ne? Das könnte ich also in der Theorie tatsächlich machen. Ist das zu symmetrisch? Was meint ihr? Da fehlt dann noch was. Ne? Die Löcher müsste ich eigentlich hier mit den Blättern füllen. So, die würde ich persönlich in Farngrün ausstanzen. Nicht ausstanzen, ausschneiden. Das könnte ich ja eigentlich noch machen. Ne? Das könnte ich noch machen. Farngrün ausschneiden. Jetzt Flüsterweiß. Na, ihr seht mal wieder totale Entwicklung. Aber die müssten ja relativ gut auszuschneiden sein. Und dann kann ich das noch dazwischen setzen. Was meint ihr? Mal gucken. Also, jetzt habe ich 7 Stück. Die schneide ich jetzt noch mal in Anführungsstrichen schnell aus. Also das, was bei euch jetzt schnell aussieht, ist natürlich nicht schnell, aber ihr wisst, wie ich das meine. Bis gleich. So. Fertig mit den Blättern. Also ihr habt gesehen, die sind eigentlich auch wirklich gut auszuschneiden. Mal gucken. Dann lege ich die dann sozusagen hier so jeweils drunter. Okay, das geht aber. So, die drei in unterschiedlicher Länge. Dann habe ich eins mehr. Entschuldigt, ich bin gegen den Tisch gestoßen. Entschuldigt.
Dann habe ich eins mehr. So. Was mache ich jetzt mit dem Zweig? Lasse ich den hier so nach oben raus? Drei. Da ist es dann aber sehr da drüber. Das ist dann blöd. Ihr wisst, ich mag das ja nicht, wenn es nur zwei sind, ne? Wie sieht das denn dann aus? Oder ich mache sie hier hin. Das könnte ich natürlich auch machen, jeweils zwei. Bin ich zwar wieder regelmäßig, was ich eigentlich nicht mag. Dann zu viel. Wird das zu viel, wenn ich die noch unterbringe? Es ist manchmal blöd, wenn man sich irgendwie darauf gefreut hat, dass man irgendwas unterbringen kann und man das Gefühl hat, man kann es nicht unterbringen. Ne? Aber ich wollte eigentlich diese kleine Blüte auch noch irgendwie unterbringen. Habe ich mir jetzt ungefähr gemerkt, wo ich die hinkleben wollte? Naja, egal. Nicht egal, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, was ich mir jetzt vorstelle. Ansonsten muss ich es mal wieder retten. Okay. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Hier habe ich mal wieder hier, ne? Ja, Glück gehabt. Weil das ist bei mir bei Waldmoos immer so eine Sache. Damit saue ich immer so gerne rum. Meine Finger sehen dann auch immer so Waldmoosmäßig aus. Seht ihr das? Irgendwie, das habe ich immer bei diesem Waldmoos, aber egal. So, okay. Ihr seht mal wieder, ne, meine wohlberühmte ungerade Zahl. Und jetzt nehme ich mir tatsächlich erstmal hier diese kleine Blüte und setze die mir tatsächlich in Feige. Damit ich mir das nicht versaue, ne? Nicht, dass da irgendwas drauf kommt. In Feige setze ich mir die jetzt auf. Diesen Stängel. Ja, das sieht schön aus. Das ist auch schön deckend. Das ist der Vorteil an diesem Feige, ne? So, jetzt ist die Frage, kommt da auch eine drauf? So, was ich natürlich machen könnte, ich könnte hier die, da könnte ich jetzt versuchen, jeweils nur die unteren hier immer einzufärben. Also das obere abkleben und nur das untere einfärben. Nehme ich das Post-it, das ist blöd, aber egal. Ich nehme jetzt das Post-it. Nee, das Post-it klebt nicht richtig. Das mag ich an diesem Post-it nicht, weil da habe ich immer das Gefühl, das klebt auf dem Stempel nicht richtig. Das mag ich halt an dem Washi-Tape, weil das Washi-Tape, das legt sich richtig da so, ah, ich habe es so drauf halt, ne? Und klebt dann auch richtig. Deswegen klebe ich mir eigentlich immer gerne mit Washi-Tape ab, weil ich bastel nicht wirklich mit Washi-Tape. Und dann passt das nämlich. Seht ihr, hier habe ich jetzt das wirklich nur so abgeklebt. Das heißt, ich kann ganz normal in das Feige rein abziehen. Und jetzt kann ich mir nämlich die beiden schön hier draufsetzen. So, ja, das ist doch schön. Okay, finde ich jetzt echt gar nicht so schlecht. Das heißt, was ich jetzt erstmal mache, ist, oh Gott, wo klebe ich denn jetzt die Blätter hin? Nee, die Blätter kann ich erst hinkleben, wenn ich die Blüten mir platziert habe mit Dimensionals. Die wollte ich nämlich alle drei mit Dimensionals aufkleben.
Genau, die wollte ich alle drei mit Dimensionals aufkleben. Das heißt, ich klebe mir, bei welcher fange ich denn an? Am besten bei der und dann bewege ich mich nach da wegen des Aufeinanderliegens. Ne? Genau. Also ihr werdet gleich sehen, was ich mit Aufeinanderliegen meine. So, dann fangen wir mal wieder an. Dimensionals zu teilen, wie üblich. Ihr kennt das von mir. Das sieht bei mir immer aus hier, ne? Diese ganzen Fäden. Ich habe übrigens noch keine Verwendung für die Fäden gefunden. Also ist auch logisch. Also ich finde jetzt diesen Kleber nicht so prickelnd, dass ich da damit wirklich basteln würde. Aber vielleicht tut das die ein oder andere. Auch das fände ich mal interessant zu wissen, ob ihr hier diese Reste irgendwie verwertet. Manche haben da ja echt tolle Ideen. So, dann kleben wir mal, fangen wir mal an zu kleben. Okay, kommt die erstmal dahin. So, da mache ich also gleich ein bisschen Glue Dot drauf. Das heißt, hier kommt eine nach hier und eine am besten so hin. Dann dürfte es in der Post nicht zu Problemen führen. Und dann kommt hier auf die Ecke ein Glue Dot. Dann ist es nämlich sozusagen auf jeden Fall befestigt. Und ich sag mal, es müsste eigentlich dimensional genug drauf sein, hoffe ich. So, dann kommt das ungefähr hier so hin. Und hier mache ich es jetzt auch, da dimensional drauf. Und auf die andere Ecke wieder ein Glue Dot, damit das auf jeden Fall klebt. Und mir nicht flöten geht sozusagen. Und auch nicht, sage ich mal, in Anführungsstrichen, so umknickt. Das fände ich halt auch nicht schön. Deswegen klebe ich mir die Ecke immer, wenn ich sowas mache, tatsächlich auch fest. So, okay. Dann habe ich das. Schere, die kleine Schere mal weg. Jetzt kommen die Blätter dran. Jetzt hoffe ich mal, dass ich mal wieder nicht irgendwie die Glue Dots so blöd geklebt habe, dass ich nicht drunter komme. Das sehe ich ja jetzt gleich. Fangen wir mal mit dem ersten Blatt jeweils an. Was mir allerdings auffällt, diesen VBS-Kleber, den kann man nicht so gut wegradieren übrigens, ne, wie den Tombow von SU. Also wenn er drauf ist, dann ist er drauf, aber gut, ist ja nicht so schlimm. Erstens muss ich noch einen Spruch unterbringen und zweitens kommen ja auch noch, wie sagt man so schön, Perlen oder sowas drauf. Und ich glaube diesmal tatsächlich Perlen. Ich weiß, ich benutze selten Perlen. Und was ich jetzt glaube, ich machen werde, weil der Rand, weil ich ja die andere Seite, ich werde den Rand in Anführungsstrichen aufrauen. So, also bis gleich. Ihr könnt mir jetzt beim Aufrauen zugucken. Also ich werde hier jetzt mit der Schere einfach so den Rand aufrauen. So ein bisschen. Sieht das gewollt aus. Also, ne? Okay, fertig. Das bleibt jetzt so, ne? So ein bisschen krümelig. Das mache ich übrigens sehr selten, aber ich fand das jetzt als Lösung für diesen Rand am besten.
So, jetzt sind wir trotzdem bei dem Spruch. Und ich möchte einen anderen Spruch als, ich möchte eigentlich einen klassischen herzlichen Glückwunsch. Den gehe ich mir jetzt suchen. Moment. Stempelfarbe habe ich mir jetzt erstmal Sahara Sand geholt. Und ich habe zwei verschiedene. Und zwar einmal zum Geburtstag viel Glück und schönen Geburtstag. Finde ich beide sehr schön. Ich glaube, ich nehme das zum Geburtstag viel Glück. Das sieht nämlich eigentlich... Und dann zeige ich euch das jetzt sozusagen schon vorab. Weil damit wollte ich, natürlich habe ich auch die Kuchenstanze. Ich war bekloppt, ne? Zum Geburtstag viel Glück oder den schönen Geburtstag? So. Sie sind zumindest gleich lang. Vom Schrifttyp her sind sie unterschiedlich. Das ist natürlich jetzt doof. Von der Schriftart passt der natürlich, weil der passt sozusagen zu dem Schrifttyp, der auch im Stempelset ist. Und der gefällt mir eigentlich tatsächlich so ein bisschen, der gefällt mir ein bisschen mehr noch dazu. Obwohl ich diesen schönen Geburtstag jetzt auch nicht schlecht finde. Aber wir nehmen jetzt mal den. Und dann seht ihr jetzt den vorab. Weil, ne? So, oh Gott. Ich versuche jetzt mal todesmutig drauf zu stempeln. Natürlich werde ich euch mit dem Kuchenset auch... So. Das gefällt mir richtig gut. Okay, es gefällt mir richtig gut. Die Karte ist echt so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt klebe ich mal auf. Und nachher verteilen wir noch schön so ein paar Perlen. Die muss ich mir allerdings noch rausholen. So, dieses Mal werden es diese Perlen, weil das ist ja, das hier ist Blütenrosa. Und dann wird es jetzt auch ein bisschen Blütenrosa-mäßig, damit das Feige auch nicht so überwiegt, dass man eigentlich nur das Feige sieht. Ne? Machen wir jetzt ein paar. Eine zumindest schon mal nach da. Eine nach hier. Dann hat man nämlich das schon mal, wie sagt man so schön, verdeckt. Noch eine. Ja, ich und die Perlen, ne? Also ich bin in dem Punkt tatsächlich... Ich finde das immer schwer zu platzieren. Ich suche dann immer ziemlich lange. Drei. Reichen drei? Ich finde schon fast die drei reichen, oder? Dann hat man den Fokus so ein bisschen auch auf den Spruch gelegt, weil die Blüten sind ja schon sehr dominant. Wie seht ihr das? Gefällt euch diese Variante? Also ich, ja. Ich habe selten Strasssteine so auseinandergezogen, aber finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Wobei es ja gar keine Strasssteine sind, sondern Perlchen im Blütenrosa. Aber schön, oder? Doch, das gefällt mir so. So bleibt's. Das heißt, ich bin mit dieser Idee auch fertig. Ich hoffe, euch gefällt diese zweite Karte mit diesem Stempelset. Ihr ahnt, im Zweifel gibt es noch zwei. Weil mittlerweile habe ich echt so eine 4-4-Variante, ne? Meine ich zumindest. Weil ich glaube, mit Dinge voller... Wie heißt denn das? Dinge voller Schönheit? Ne, Dinge voller... Definition vom Glück habe ich, glaube ich, auch 4 gemacht, oder? Habe ich da noch keine 4 mitgemacht. Aber egal. Also, im Zweifel gibt es bestimmt noch ein oder zwei Karten mit diesem Stempelset.
Wobei, ich gebe zu, ne, es wird immer schwerer. Es wird schon immer schwerer, damit was zu machen, aber es geht. Ja, ich bin fertig. Tschüss, bis zum nächsten Video. Eure Doro.